Willkommen zurück auf Crockels Hobbykanal. Heute mal ein Unboxing, weil ich dieses coole Majorette 90s Pack gefunden habe. Im Angebot für 12 Euro statt 20. Da habe ich gedacht, Mensch, das ist ja ein Knaller. Dafür kriegst du ja noch nicht mal zwei Autos in der E-Bucht. Nimmst du gleich mal zwei Pakete mit. Dann wollen wir mal schnell ans Werk und die Kasten öffnen. Zack. Sieht auch schon mal sehr cool aus, fast wie im Autohaus. Oder auf einer Ausstellung. Der Hintergrund würde hier unseren Anuki gefallen. Grüße an der Stelle an Anuki. Hier so ein cooles, großes Graffiti als Hintergrund. So, ja, da haben wir sie. Eine gelbe C4, 190 Evo 2, noch eine C4. Das war der Nissan Zefiro, meine ich. Und hier ist noch ein schöner alter Renault. Ja, wollen wir mal gucken, wie wir die Lose kriegen. Das ist mit einem Taserstreifen und darunter einem Gummiband, wenn ich das richtig sehe, befestigt. Wollen wir mal gucken, ob wir die jetzt hier mal live halb vernünftig gelöst kriegen. Ja, das ist gar nicht mal so einfach. Muss ich gerade feststellen. Eine Schere wäre jetzt wohl besser angebracht gewesen, aber es geht. Sehr interessant festgeklemmt hier, aber irgendwie wird es wohl lose gehen. Ja, finde ich jetzt irgendwie. Ah ja, das ist noch mehrfach um das Modell herumgedreht worden. Ja, da bin ich jetzt etwas. Ah ja, okay. Hört sich an wie ein Aufzugmotor. Ja, das war jetzt etwas kompliziert zu entfernen, aber na gut. Schauen wir uns mal einen Motor an. Oh, den hätte man jetzt silber absetzen können, aber okay. Ist das Modell gefedert? Ja. Ist ein wenig gefedert. Rolleigenschaften sind auch gut. Ja. Coole C4 Corvette. Sehr cool. Dann kommen wir zum nächsten. Zack, zack. So.
Ja, das ist echt schlimm mit den Gummibändern hier. Ja, das ist echt eine kleine Katastrophe, wie die befestigt wurden. Also zwei kleine Schräubchen hätten da auch ihr Ding getan. Naja, irgendwie kriegt man es ab. Ja, da steckt noch ein bisschen von dem Gummi in der Achse. Ganz toll. Da werde ich mich später drum kümmern müssen. So, Türen lassen sich öffnen. Das ist schon mal sehr geil. Die Front auch sehr gelungen. Extra eingesetzte Scheinwerfer. Die Tür ging etwas schwerer auf, aber sie geht auf. Ja, recht gute Innenausstattung, kann man nicht mal meckern. Cooles Modell. Rollt auch trotz etwas Gummi an der Achse ganz gut. Bin begeistert soweit. Gefällt mir. So, dann das nächste Modell. Die nächste C4 Corvette. Ja, also wie das hier befestigt worden ist, finde ich eine Katastrophe, absolut. Aber na gut, es geht ab irgendwie. Aber schön ist anders. Ja, auch die ist etwas gefedert. Der auch. Ja. So, was haben wir hier? Motor auch wieder in Fahrzeugfarbe. Ja, Innenausstattung kann sich hier auch wieder sehen lassen. Ja, sehr cooles Modell. Und bei zwei C4 Corvettes und einem 190er vor allen Dingen, ja, da konnte ich wieso nicht widerstehen und musste zwei Pakete davon mitnehmen. So, kommen wir zum nächsten. Das ist der Nissan C4, meine ich. Na komm schon, Kamera. So, jetzt. Ah ja, Nissan C4 A31. Ja, hier sieht man auch schön das Herstellungsdatum 24.04.23. Da steht
steht so ziemlich unter jedem Majorette-Modell von den neuen. Ja, ich kann mich nur wiederholen, diese Befestigung mit den Gummibändern katastrophal. Also, ja, schwierig, aber es geht ab. So, der hat so gute Federung. Ich würde sogar sagen, die beste Federung von den bisher. Von den Modellen. Was kann man hier machen? Motorhaube öffnen, glaube ich, ja. Ja. Cooler Wagen. Gibt es auch noch in ein Einzelpack zu kaufen in grün mit Tuningteilen. Habe ich letztens gesehen. So, und dann kommen wir jetzt zum letzten. Objekt im Renault. Tja, das ist live, Leute. Andere hat das wieder geschnitten vielleicht. Aber hier seht ihr mal, wie das wirklich ist mit den ollen Gummibändern. Die wollen nicht so recht ab, aber es geht. Ist hier noch was drin? Ja, ein kleines Stückchen ist hier noch drin. Nein, kümmere ich mich später drum. So, hier haben wir den klassischen Renault Clio. Ja, hier gehen im Gegensatz zu früher jetzt die Türen auf. Das Modell gab es ja schon damals Anfang 90er mal mit zu öffnender Heckklappe. Dafür gingen die Türen nicht auf. Jetzt haben sie es umgekehrt gemacht. Ja, Innenausstattung ist okay, gefällt mir, passt. Ja. Gibt es auch als Einzelmodell zu kaufen in schwarz-matt, war es glaube ich, mit lilanen Aufdruck irgendwie und lilanen Felgen, ganz fetzig. Ja, und nur hier ist er hier in Blau. Ja, das war ein kleines Unboxing und ja, jetzt gibt es nochmal die Autos etwas im Detail und dann bis zum nächsten Video, würde ich sagen. Es gibt weiter mit Flohmarktfunden. Bis zum nächsten Video. Ciao, euer Crockett.